Hi und willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Ja, ich weiß auch nicht, was in der letzten Folge los war. Irgendwie habe ich da, keine Ahnung, temporären Hirnschwund gehabt. Was heißt temporär? Sagen wir temporär noch mehr Hirnschwund als sowieso schon gehabt. Und deswegen habe ich irgendwie nicht so richtig, habe ich jetzt eigentlich den Hebel gezogen. Bitte sag, dass ich den Hebel gezogen habe. Ich glaube, ich habe den Hebel nicht gezogen. Oh mein Gott. Ja. Das ist natürlich klug. Ich werde mich dessen jetzt mal kurz vergewissern. Also meiner völligen Verblödung werde ich mich jetzt mal vergewissern. Und in der Zeit kann ich euch ja die Geschichte von meiner halben Verblödung erzählen, die ich... Ich habe den Hebel nicht gezogen. Okay, ihr dürft mich jetzt offiziell für dämlich erklären. Beziehungsweise müsst ihr das nicht mal tun. Ich bin dämlich. Ja, da braucht man mich eigentlich überhaupt nicht zu erklären. Und da braucht man auch nichts zu erklären. Das ist einfach so. Ja, was für ein Anfang schon wieder. Jedenfalls habe ich irgendwie in der letzten Folge nicht so richtig gerallt, dass dieses Level tatsächlich so eine gewisse Logik hat, ja. Man darf diesem Level tatsächlich eine gewisse Logik nicht absprechen. Sie ist vorhanden. Denn wir sind ja hier einmal in der Runde gelaufen und haben alle vier Ecken abgesucht und da irgendwas gemacht jeweils. Und sind wir hier halt in der Ecke, wo wir noch nicht waren. Und da hat sich diese Tür geöffnet. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich die in der letzten Folge nicht gefunden. Was tut dieser Hebel hier? Ich glaube, das ist das Tor, wo wir zuletzt Gestaltwandler Pierre in Höchstform gesehen haben, wo er sich in den Löwen verwandelt hatte. Da werden wir gleich mal hinlaufen und mal schauen, ob das wirklich so ist. Aber ich vermute das doch ganz stark. So, was finden wir hier? Ist es ein Secret? Nein. Ein Medipack. Okay. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Hilft mir zwar nicht gegen meinen Hirnschwund, aber vielleicht wenigstens gegen die körperlichen Wunden. Vielleicht hilft es ja, eure Wunden zu reinigen, die ich euch immer zufüge. Wenn ihr zugucken müsst, bei meinem Blödsinn hier. Ich werde das mal rausziehen, ganz intuitiv. Ja, es ist richtig. Okay, alles klar. Ja, das muss doch wehtun, Leute. Ihr müsst doch Schmerzen haben dabei, was ihr hier seht. Ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel, liebe Freunde, hat die Größe des Oberkörpers von Lara. Alles klar. Ja, fragen wir mal nicht weiter. Ist halt so, ne? Ich meine, warum sollte man das auch noch hinterfragen? Genauso könnte man hinterfragen, warum die Menschen immer wieder Krieg anfangen. Ne? Tomb Raider zu hinterfragen ist ungefähr gleichwertig. Und auch ungefähr gleich verheerend, ne? Und weltbewegend. So. Wir laufen jetzt mal Richtung des Tors, das wir da eben soeben mit unserem Lebenseinsatz geöffnet haben. Warte mal, das war... Ich sehe doch da hinten schon wieder... Ja. Da hinten ist schon wieder ein Affe. Ich wollte da gar nicht runter. Menu, ich wollte ihn von hier oben erschießen. Naja, egal. Haben wir auch so geschafft. Eine Affenvergewaltigung reicht. Das müssen wir nicht nochmal wiederholen. So geil war das jetzt nicht. Da, ne? Da oben war das. Da hätte ich hier gar nicht runtergemusst. Oder? Nee, warte mal. Nee, da ist das Tor. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Wir wollen uns nicht schon wieder verwirren lassen, ja? Ich bin froh, dass ich jetzt hier schon mal so halbwegs den Durchblick habe. Ehe wieder die Demenz einsetzt. Und ich wieder vergesse, wo oben und unten ist. Und Lara auf einmal auf den Händen weiterläuft und ich mich wundere.
warum die Welt auf einmal auf dem Kopf steht. So. War das hier jetzt? Ja. Nee, wobei, das hat nichts zu sagen, dass die Musik einsetzt. Nee, das war gar nicht das richtige Tor. Oder war das das oben? Bei diesen Sitzen da, bei diesen Liegen. Wo ich in der letzten Folge gesagt habe, da würde ich eigentlich liebend gerne mich jetzt einfach drauflegen und schlafen. Sterben, soweit sind wir noch nicht. Das kommt dann später noch. In dem Zisternenlevel, das ihr ja schon so fleißig anpreist die ganze Zeit. Wo ich immer mehr Angst vor kriege. das Musikstück ist toll. Ich glaube, das lief schon mal, aber egal. Ich finde, man kann das auch ein paar Mal hören. Sag mal, wie komme ich denn da jetzt eigentlich wieder hin? Voll schön gerade. Ach ja. Ich verliere jedes Mal ein bisschen Leben, wenn ich hier runterspringe, oder? Ich glaube, wir kommen hier nicht so einfach hoch, oder? Wir müssen wahrscheinlich wieder durch das Loch, oder? Ich weiß nicht. Uah! Was? Warum bin ich davon nicht gestorben? Ich bin gerade höchst verwirrt. Ich werde jetzt darauf erstmal ein Medipack essen. Ups. Warum bin ich von diesen Stacheln nicht gestorben? Cordesign, was ist los? Pfeift ihr langsam auf dem letzten Loch? Muss ich mir Sorgen machen? Ich meine, ich sterbe von einer Falle nicht. Hallo? Lebt da noch jemand bei euch? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, das Spiel ist inzwischen so alt. Aber wobei, die Entwickler, die schmoren ja eh in der ewigen Hölle, also... Auf eine gewisse Art und Weise sind sie unsterblich. Tot und trotzdem unsterblich. So, wir wollen hier nochmal rüber. Ich wollte nämlich gucken, ob die Tür vielleicht da oben war. Ich finde, das liegt fast schon nahe. Und ich werde an dieser Stelle einmal speichern. Denn es kann durchaus sein, dass ich diesen Sprung verkacke. Okay, nee. Soweit ist es noch nicht. Dass ich einen so simplen Sprung einfach vergeige. Okay. Komm schon, das war hier, oder? Lass mich nicht hängen. Komm schon. Ja, oder? Oder? Ja, das war hier die Tür. Sehr schön. Sehr schön. Was erwartet uns jetzt hier? Nee, oder? Die Tür war jetzt nicht nur für das Medipack. Was für eine Bewandtnis hat diese Tür? Warum? Und guck mal, die andere Tür, die ist sogar vor einem Steinklotz. Vielleicht ist es auch nur eine Tapete, eine Türtapete. Ich meine, wer kennt es nicht? Manchmal bestelle ich mir im Internet so Türen als Tapete und klebe mir die dann in den Flur, damit ich denke, ich habe mehr Zimmer, damit ich mich irgendwie wohlhabend fühle. Nein, was zur Hölle soll diese Tür? Naja, egal. Warte mal, wir hatten einen Schlüssel eingesammelt, richtig? Und da oben war ja das Schlüsselloch, das hatte ich mir extra Rusty Key, ein rostiger Schlüssel. Das hatte ich mir extra versucht, irgendwie in meinem dementen Hirn zu merken. Und es ich hatte sogar Erfolg dabei. Ich hoffe, dass der Schlüssel da jetzt passt. Komm schon. Na komm schon. Braver Schlüssel. Lieber rostiger Schlüssel. Ja. Der Schlüssel ist ungefähr genauso eingerostet wie meine Witze manchmal. Oh Gott, bitte sag nicht, dass... Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Krokodil gewesen. Guck mal, was ja ist, ein Krokodil.
Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Nee, da geht es nicht weiter. Das Krokodil folgt mir. Und ich bin gerade genau durch sein Maul geschwommen. Durch sein Maul in den Magen und direkt hinten wieder raus, wie ihr gesehen habt. So. Okay, wir haben hier einen Hebel. Mal wieder. Was tut er? Na, schade. Zumindest tut er schon mal nicht das Krokodil töten. Mit, weiß ich nicht, möglichst qualvoll mit Elektroschocks oder so. Hey, Mutter, du bist voll die Tierquälerin. Ja. Ja. Ich stehe halt nicht so auf Tiere, die mich in ihrem Magen haben wollen. Irgendwie finde ich das höchst ungeil, um ehrlich zu sein. Ja, wenn man da mal so ganz weit gehen möchte. Was? Warum ist denn hier jetzt zu? Hallo, hallo, das gibt's doch nicht. Alter, wie das Krokodil uns angeknabbert hat. Was hat uns das denn jetzt gebracht? Was? Affe. Ich hör's doch. Wo ist er? Der versteckt sich. Der will uns gleich still und heimlich von hinten, ne? So. Das habt ihr nicht gehört. Und wir machen einfach weiter. Da ist er. Kommt er hier hoch? Komm schon. Das wäre... Das sind gleich zwei. Was zur Hölle machen die da? Ja, da könnt ihr euch da unten gegenseitig befruchten. Dann müsst ihr das nicht bei Lara machen. So, jetzt habe ich aber den einen schon getötet. Das heißt, wir haben wieder das gleiche Problem wie vorher. Warte mal. War es denn jetzt so gedacht, dass ich hier einfach wieder raus... Ich meine, anscheinend schon, sonst hätten sie nicht jetzt in dem Hauptkolosseum wieder irgendwelche Viecher gespawnt. Das heißt ja meistens, dass man irgendwie was richtig gemacht hat. Auch wenn es komisch klingt. Das ist im Zoo übrigens auch so, wenn im Zoo auf einmal die Tiere wild auf der Straße rumlaufen und so und die Passanten anfallen, dann habt ihr irgendwas richtig gemacht im Leben. Dann heißt das, dass ihr gut daran getan habt, an den Gittertüren rumzuspielen. Es ist immer eine gute Idee, wilde Tiere loszulassen. Who let the dogs out? Nein, Och, komm schon! Jetzt hätten noch die Hunde kommen müssen und Laras Leichnam fressen müssen. Sag mal... Wo habe ich zuletzt... Okay, bei dem Hebel. Das ist ja so prinzipiell schon mal gar nicht so schlecht, denn wir haben ganz schön viel Leben verloren bei dem Krokodil. Ich würde sagen... Ja, nee, das macht das schneide ich jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir tun einfach so, als wäre das eben nicht passiert. Und da bin ich schon wieder im Krokodil. Komm schon. Raus da. Okay. Macht es. Klingt eher wie so ein Hund, wie gesagt. So, jetzt müssen wir die wieder töten hier und danach suchen, was wir jetzt mit diesem Hebel bezweckt haben. Ach, komm schon. Mach hier nicht so ein Affentheater. Wie er sich nicht abschießen lässt. Ja. Irgendwie interessiert ihn das nicht. Ich glaube, es ist ein Affe mit schusssicherer Weste. Och, Mann! Och, komm schon, weg. Weg, 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 weg. Wie ich hier gerade... Lara! Kannst du bitte auf den richtigen schießen? Danke. Wie sie immer auf die Leichen schießt. Lara guckt so viele Zombie-Filme. Sie glaubt, die Leichen stehen wieder auf, wenn sie ihn nicht in den Kopf schießt. So. Ich wollte gar nicht speichern.
ich werde es trotzdem tun. So. Und in der nächsten Folge werden wir dann den geringen Fortschritt, den wir hier erzwungen haben, wollte ich schon sagen, den wir hier errungen haben, weiter ausführen und mal gucken, was dieser komische Hebel jetzt eigentlich gemacht hat. Der muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, tschüss.